Also zuerst nach dem Weltcup-Finale ist es einmal wichtig, dass man sich einmal 4, 5 Wochen nicht sieht. Ich denke, wenn man das ganze Jahr so zusammenhockt, dann braucht das schon ein jeder. Und sind dann aufgrund der guten Schneebedingungen am Gletscher, haben wir eine Testphase eingelegt mit 3 Schneelehrgängen und haben da für die kommende Saison schon das neue Material getestet. Ja, der letzte Contest war im April JWM, wo es ziemlich intensiv war. Also eben dann erst mal ein paar Wochen Pause, mal einfach relaxen. Und dann ist eigentlich relativ schnell wieder mit dem Sommertraining losgegangen. Also sprich eben jetzt wie hier am Gardasee Radl fahren, Krafttraining. Ich habe auch jetzt erst mal in der Saison speziell einen richtigen Trainingsplan gekriegt, was ich jeden Tag machen muss. Den habe ich in so ein Buch eingeklebt und da schreibe ich halt dann jeden Tag rein, was ich gemacht habe, wie lange. Und ich bin aber relativ gleich wieder in das Konditionstraining und Krafttraining zu Hause eingestiegen, bei mir in München. Und habe erstmal nach dem Weltcup weiter trainiert und dann halt natürlich auch kurz Urlaub gemacht. Meine Lieblingsbeschäftigung im Sommer, Reha. Erstmal wieder natürlich. Ich tue mir leider oft weh bei unserem Sport und dieses Jahr war es Gott sei Dank was Kleines nur. Ich habe jetzt 2 Monate Sprunggelenkreha hinter mir und ich war noch bei der Bundeswehr und habe eine A-Trainer-Lizenz gemacht. Ja, eigentlich nicht viel. Der Sommeralltag hat wieder angefangen. Sommertraining mit, ja, anfangs ganz viel Ausdauertraining und Kraftraum, so joggen gehen, Radfahren, so alles drum und dran, halt allgemeine Fitness. Ab Anfang Juni, die Zeit haben wir jetzt, legen wir dann wirklich los mit wöchentlichen Lehrgängen, wo wir die Mannschaft zusammenziehen. Und momentan sind wir noch in dieser Grundlagenphase. Alles läuft gut. Es gibt zwar auch schon wieder ein, zwei Ausfälle. Maxi Stark hat leider Meniskusverletzung spät diagnostiziert, musste operiert werden. Ist vielleicht nicht so toll, aber so gesamtheitlich bin ich sehr zufrieden momentan.